Jo, servus liebe Leute, und hier ist euer The King wieder am Start und willkommen zu der nächsten Folge von Minecraft Utopia. Sorry für die Hintergrundrate, ich habe kurz mal das Fenster zugemacht und ja, ich habe ein bisschen, also kurz ein bisschen weiter gebaut. Hier habe ich so einen kleinen Schmelzer gemacht, habe schon, auch noch ein Skelett und ne, das werde ich euch dann gleich zeigen. Zwei, alles klar. Ja, ich bin echt langsam. Still. Nein, nein, nein. Hier die Diamantspitzhacke. Und falls du fragst, von wo ich diese Diamantspitzhacke habe, von den, ja, Diamanten hier. Wie man da sieht, drei sind weg, für drei ausgegeben. Gut, der eine Skelett ist down. Der andere. Okay, der andere ist auch down. Easy. Ne Bogen, nice. Nein, wir haben einen Bogen. Gut, den bewahre. Den bewahre ich mir auf jeden Fall hier auf bei den Waffen. Das kommt dahin, das kommt dahin. Die Knochen kommen hier hin. Nee. So. Gut, ja, hier. Zeig schon mal hier. Hier, du tust Sachen so in den Ofen rein. Das fließt dann da runter. Also zum Hopper. Und der Hopper, der bringt das dann hier. Dann eine Truhe. So habe ich das gemacht, dann mit den 11 Steinen. So, also wie das das dann immer machen, so ein Erzeschmelzer halt. Und sonst habe ich gar nichts weitergebaut bis jetzt. Weil ich hatte keine Zeit dafür und ich muss oben jetzt endlich mal ernten. Und ich habe schon gesehen, hier ist ein Schild. Hi, ich bin Luke von den Jedis. Von Star Wars, die Dinger bestimmt. Ich wollte fragen, ob du mein Padawan sein würdest. Ja. Also hier deine Sachen. Komm die Tage mal vorbei. Also so ein gewisser Luke. Schreibt uns Briefe, was da drin. Truhe und ein Lichtschwert mit Rückstoß. Also mit Knockback, glaube ich. Also so auf Englisch. Wir haben unser eigenes Lichtschwert, sag ich mal, nice. Vielleicht können wir es verbessern, weil, also wenn wir uns dann nochmal ein Diamant, also ein Diamantschwert haben, aber ich habe, glaube ich, zu wenig Level. Ja, ich glaube, ich habe zu wenig Level. Aber ich glaube, aber nicht so. Also dafür brauchen wir ja einen Amboss. Wie viel Eisen habe ich? Okay, nee, das reicht nicht mal für den Amboss. Okay, nee, da kann ich das wieder ja dann gleich mal zurück tun. Also ein Lichtschwert mit Knockback. Okay. Also. Und meinte damit, komm mal die Tage mal vorbei. Also meint er, dass er vorbeikommt. Und oder ich. Ja, aber ich denke eher, weil ich weiß ja nicht, wo der wohnt. Oder wo sie wohnt. Oder er, die, das, keine Ahnung. Aber ja, ich gehe kurz mal ernten, und nach dem Ernten, da bauen wir an unserem Nebenraum weiter, und zwar hier, ja, den ganzen Raum werden wir heute mal ein bisschen zu anfangen, und ja, sonst werden wir gar nichts tun, weil haben wir jetzt nicht so viel vorgenommen für die ganze, also für diese Folge, und ja, jetzt geht's hier hoch, nein, oh, ich bin so dumm, ey. Ich bin so ein Wappala. Nee, ey, ich bin so dumm. Ich habe hier einen Weg gebaut. Hier werden ein paar Pflanzen kommen, werden ein paar Rüstungen kommen. Ah, hier habe ich das. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier die Bücherregale habe ich schon gemacht.
Hier. Und ja, jetzt gehen wir hoch und tun ein bisschen ernten. Ja, für das alles hier. Ja, hier schön, ja, schön, 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 ja, schön, 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 ja, sehr gut, sehr gut. Und falls ihr fragt, wieso ich das dann nicht hier, also im Video mache, ich mache das dann öfters dann offline, weil da habe ich mehr Zeit, weil ja, in Videos, da muss ja alles schnell sein, weil nur die ganze Folge dann das dann abzufahren wäre ja schon langweilig und deswegen. Hier pflanzen wir dann mal wieder Seed an. Hier. Seedweed. Und Salzen, das brauchen wir. Hier, rote Samen, komm hier hin. Melonenkerne, komm auch hier hin. Melone, 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 Melone. Und wir wachsen schon mit Melonen? Nee. Aber ich denke, bald werden sie wachsen. Wir werden reif. Schmecken so gut. Gut. Gut, habe ich jetzt ein bisschen geerntet hier. Und denke, das reicht auch. Ich muss eigentlich verhindern. War wow. Das Loch? Nee. Ah, und ich habe so kleine Geheimen gebaut. Wenn man hier durchgeht, da kommt man an, also unter unsere Garage. Kann ich euch mal zeigen hier. Da ist man schon da bei der Treppe, also fast unter der Garage. Und dann, wenn man da Feuer fährt, kann man. Leute. Ah, da sind wir. Boah, das sah so dunkel aus. Ich hab schon gedacht, nein. Leute, das war echt so dunkel, ey. Ich hab mich gar nicht gesehen. Bi rote Beete, ich glaube, das kann man essen. Ja, nee, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ihr könnt das mal rein. Das ist auch Essen. Das ist auch Essen. Weizen machen wir jetzt gerade. Ich tue das mal kurz mal zurück. So, dann Seed. Weizen, komm her. Gut. Hier Werkbank. Bam, 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 bam. Vier Brote. Vier Brote. Brote, keine Ahnung. Hier. Ist das hier das einfach mal spielen. Und das ist so ein Bug hier. Aber hier wäre eigentlich eine stinknormale Karte. Und nicht so eine Karte. Okay. Ich könnte mal gerade hin. Ja, so. Also, was tun wir hier mal hin? Uff, was weiß ich, was ich nicht, was da hinkommt. Ich denke, Ofen, Zaubertisch, Bücherregale. Ja, ich weiß echt nicht, was da hinkommen soll. Ah, ich muss noch an ein paar Stellen noch paar Glasscheiben dahin tun. Also an meinem Haus. So, ja. Steck reicht. Gut. Da weiß ich noch nicht, was hin ist, aber ich habe hier baue so eine Pool, wie mein Tennis ist. Hier ist schon alles voller Glas. Jetzt geht's hier hoch. Und das bleibt so. Hier oben noch. Wie viel habe ich denn noch? Glasscheiben. Gut. Hier viel nix. Und das habe ich auch schon gemacht hier, also schon offline, schon wie gesagt, in der letzten Folge. Ja, hier. Das werde ich auch mit Glasscheiben machen, weil das so eher so kleine Stellen sind und nicht so große Stellen für die Glasblöcke. Zum Beispiel hier kannst du einfach so machen, zick, zack, zick, zack. Das einfach hier so in die Mitte. Das kommt da so hin, das kommt da so hin, da, oh. Oh, sorry. Bam, bam, bam. Nein. Nein, jetzt habe ich 44 Stück noch. Da oben komme ich, glaube ich, nicht dran, oder? Ja. Und ja. Ja, okay, gut. Ich mach kurz mal Time Set. Day, okay, und gut. Jetzt hier noch alles machen voller Glasscheiben, wenn ich kaufte ich mir halt noch mehr.
Aber ich denke, das sollte auch so schon reichen. Und morgen, was ist schon morgen? Morgen Samstag. Also morgen kommt dann nochmal Utopia. Und falls du fragst, hey, wieso kommst du heute Utopia? Weil sonst kommt ja heute Genesis, wenn ich mich erinnere. Ja, Leute, ich habe in einem Video gesagt, es muss auf jeden Fall kommen, was ich bei meinem Terminplan geschrieben habe. Das kann kommen und danach. Den kann irgendetwas kommen, das ist egal. Hauptsache kommt die Serie, die dann da, also die dann schon auf den also auf dem Terminplan stand. Und falls Leute das Plan nicht wissen, jetzt habt ihr es. Und gut, da oben komme ich nicht dran. Doch, komme ich doch dran. Aber nicht gut. Ne, komm ich nicht mehr dran, okay. Warum komm ich auch nicht mehr dran? Nee. Egal, jetzt gehen wir nach oben. Vielleicht ist da oben noch ein paar Stellen. Aber denke ich nicht mehr. Ich bin echt, Leute, ich bin zu dumm, um einfach mal eine Leiter hoch zu klettern. Hier denke ich, kommen Glasblöcke hin, ja. Oder was? Auf Glasblöcke. Ja, nee, also doch, hier kommen Glasblöcke hin. Wenn ich ändere, ist es einfach dann offline. Ein Bug, okay. Hier so bam, bam, bam. Dann hier so bam, bam. Okay, gut. Hier da runter. Und ja, damit war es das auch mit der Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und wir haben was Neues, und zwar ein Lichtschwert von Lubuk bekommen. Wer auch immer das ist, können wir dann Tipps dann in den Kommentaren schreiben, also wer das sein könnte oder wer das ist. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Und ja, damit sage ich ciao, tschüss und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!